Der wegen Drogenhandels festgenommene russische Investigativjournalist Ivan Golunow ist von einem Moskauer Haftrichter für 2 Monate unter Hausarrest gestellt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte Untersuchungshaft gefordert. Der für seine Recherchen über Korruption bekannte Enthüllungsjournalist war am Donnerstag laut Polizeiangaben im Besitz von Kokain und der Designerdroge Mephedron verhaftet worden. Ivan Golunow und sein Umfeld vermuten jedoch, man habe ihm die Drogen untergeschoben, um ihn mundtot zu machen. Kollegen des Journalisten demonstrierten in der russischen Hauptstadt für seine Freilassung. In zahlreichen Städten kam es zu Solidaritätsaktionen. Dabei wurden auch Menschen verhaftet. Ganz gleich, wie der Fall ausgehe, so die Mutter des Journalisten, er werde der Gesellschaft dienlich sein, denn er fördere die ganze Bosheit ans Tageslicht. Sie sei dankbar für die Solidarität, gemeinsam sei man stark. Golunow war am Samstagnachmittag im Krankenhaus untersucht worden. Dem Anwalt des 36-Jährigen zufolge hätten Ärzte zahlreiche Verletzungen festgestellt. Golunow beschuldigt die Polizei, ihn während der Festnahme misshandelt zu haben. Eine Online-Petition zur Freilassung des Reporters unterstützten bis zum Abend mehr als 70.000 Menschen.